Ich glaube, die Aufgabe wird hart, weil die Strecke ist so lang. Und ich weiß auch nicht, wie viele Höhenmeter, aber es sind Tausende. Das geht hoch, runter, hoch, runter. Ich würde trotzdem, das sage ich ja von vornherein, immer Gas geben. Die Strecke führt vom Fuße des Kilimandscharo über das Hochland. Das Ziel ist der Lake Natron, ein riesiger See, 301 Kilometer entfernt. 3, 2, 1, los! Es geht los, endlich! Tag 1. Begleitet werden die Läufer von 3 Geländewagen. Geplant ist zwecks Akklimatisierung erstmal nur ein kleiner Marathon. Es geht über rote Pisten, vorbei an Einwohnern, die unsere kleine Laufsafari interessiert beäugen. Denn hier bewegt sich bei schwülheißem Klima niemand mehr, als er muss. Oberstes Gebot: viel trinken. Alle 5 bis 10 Kilometer gibt es Elektrolytgetränke. Wie läuft's? Warm, hohe Luftfeuchtigkeit, aber noch gut. Weiter geht's, vorbei an Skeletten, die welcher Löwe auch immer verursacht hat, über die Hochebenen Afrikas. Laufen auf 2000 Meter Höhe sorgt für Kurzatmigkeit. Und dann taucht dieser Mann auf. Wer ist das? Die Laufsportgruppe Kelly wird verfolgt und schließlich gestellt von einem jungen Methusalem. King of the road. Very good. What's your name? Thank you. You're a runner? Zur Schonung seiner Fußbekleidung verzichtet der Senior auf den weiteren Wettkampf. Und dieser fängt jetzt erst richtig an. Von wegen nur einen Marathon, nach 42 Kilometern befiehlt Psychokrieger Kelly weiter, weiter. Gift fürs Gemüt, wenn man sich aufs Ausruhen freut. Dirk schwächelt. Kommst du nicht mehr mit? Moment nicht. Und fällt leider ziemlich ab. Nach weiteren quälenden 2 Stunden erreichen Joey und Manuel als Erste das Ziel. Dann folgen Rieke, Detlef und Timo, die Tagesleistung 57 Kilometer. Einige Zeit nach den anderen trudelt dann endlich auch Dirk ein. Doch die Spielregel ist, wer nicht mithält, fliegt leider raus. Dirk, du bist ein super Läufer, machen wir uns nichts vor. Aber ich muss dich leider rauskicken. Tut mir leid, dann trotzdem. Ja. Vielen Dank. Aber trotzdem schön. Dankeschön. Okay. Ich bin enttäuscht, klar. Maßlos. Und jetzt halt nur einen Tag dabei gewesen zu sein, ist nicht einfach. Für die verbliebenen 4 Kandidaten fällt das Frühstück am nächsten Morgen dürftig aus. Sportlerriegel aus Kokos, Zitrone und Schoko-Wabbelzeugs. Wettkampftag 2. Jetzt sind es nur noch 4 gegen Joey. Kaum auf der Piste trifft unsere Sportgruppe auf die tansanische Frauennationalstaffel in Flipflops. Die Damen mit Eimer gehen mühelos jedes Tempo mit und im Eimer ist plötzlich Timo. Was ist los, Timo? Ich hab solche Magenprobleme heute, ich bin jetzt beschissen. Kannst du denn mal? Fuck. Die Untersuchung durch den mitreisenden Arzt verheißt wenig Gutes. Du hast ein kalorisches Problem, du wirst den Tag heute nicht überstehen. So ausgehen. Timo? Das ist jetzt so endet, ist nicht schon ein Witz eigentlich, aber. Ja. 57 Marathons hat er auf dem Buckel, diesen wird er nicht überleben. Timo ist raus nach lächerlichen 68 Kilometern. Die 3 verbliebenen Teilnehmer laufen über kühle Ebenen Richtung Tagesziel. Das Team kommt an einem kleinen Maasai-Dorf an, wie geplant, aber nass und verfroren. Diese Familie hier hat uns zu sich zu Hause eingeladen, in diesem wunderschönen kleinen Haus. Ich finde es sehr beeindruckend, wie gastfreundlich sie sind. Ich bin echt schwer beeindruckt. Es ist Tag 3.
Immer wieder weite Ebenen vorbei an staunenden Zebras. Das Kernland der Maasai, der bekanntesten Volksgruppe Ostafrikas. Auf zur sportlichen Nachtwanderung. Das sollte man in Afrika eigentlich vermeiden. Es ist stockdunkel und nicht ungefährlich. Hier gibt es viele Löwen, Schlangen, auch Leoparden. Die Tiere scheinen aber satt. Die Teilnehmer kommen unbehelligt ins Etappenziel, bei Kilometer 173. Hungrig und mit einer verheerenden Bilanz für die Füße. 2, 3, 4. Das sind einige Blasen. Oh, oh, oh. Abendessen, doch für unsere Teilnehmer nicht umsonst. 1000 Euro vom möglichen Gewinn kostet das opulente Mahl, wenn sie sich dafür entscheiden. Ja. Und somit würde ich sagen, wir essen. Ja. Ja, der Joey freut sich, ne? Ich freue mich. Denn Joey muss nichts zahlen, darf aber mitessen. Für die Kohle serviert Stern-TV Reis mit Heuschrecken. Lecker. Proteingestärkt geht es in Tag 4. Es folgt eine krasse irische Laufattacke von Joey. Alle sind beeindruckt. Weil er legt ein Tempo hin, ey, Respekt. Man guckt ihn an und denkt, woher nimmt er die Kraft? Dann setzt er sich in so einen Tunnel und dann läuft er einfach. Und rennt den anderen davon. Rieke und Manuel halten noch einigermaßen Anschluss. Detlef hingegen kämpft mit Schmerzen und ist nach 187 Kilometern körperlich am Ende. Aber ich werde ja die Entscheidung ziehen, dass du halt raus musst, weil du machst dich selbst nur noch kaputt. Das Aus bei 187 Kilometern. Ich hätte heute den ganzen Tag nicht so weitergemacht. Eine halbe Stunde vielleicht, dann wäre ich selbst auch nicht stehen. Jetzt geht es weiter ohne ihn. Da waren es nur noch zwei Rivalen für Joey. Weiter geht's. Joey zwingt die Läufer ohne weitere Pause in die Nacht. Weißt du, langsam wird man müde. Ich schalte einfach ab und mache stumpf mein Ding. Stumpf, aber vor allen Dingen hungrig erreichen sie das Camp. Stern-TV ist ein netter Gastgeber und bietet ein opulentes Mahl an, wieder für 1000 Euro Gewinnabschlag. Die Teilnehmer entscheiden sich dafür. Zur Belohnung gibt's Tomatenmarktoast mit Mango und Schokolade. Das ist eine komische Mischung. Unter den Augen der Maasai beginnt Tag 5. Manuels Laufwerkzeug gerät ins Blickfeld von Arzt Dr. Lars Richter. Der gesamte Knöchelbereich ist geschwollen. Tut weh. Lars Richter hat bei Verletzungen die Entscheidungshoheit. Es kann zu einer Entzündung der Lymphgefäße kommen, zur Thrombose. Damit muss ich ihn leider rausnehmen. Schade. Das Aus für Manuel. Joey, danke dir. Ja, 200. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte schon gern bis zum Ende durchgeführt. Jetzt hat Joey nur noch einen Gegner. Okay, Rieke, du hast alle Jungs an die Wand gelaufen, muss ich sagen. Ja. Respekt. Ich wusste, dass du stark bist. Das wusste ich doch. Deswegen hauen wir ab. Okay. Eine Gegnerin. Joey und Rieke laufen gemeinsam durch die endlos wirkende Savannenlandschaft Tansanias. Zwei tierisch starke Sportler bewegen sich in den kommenden Stunden mitten in der wilden Tierwelt Afrikas. Wunderschön war das jetzt, also mit dem Berg da noch im Hintergrund, dann die Tiere, die davor vor der Nase über die Straße springen, Zebras, Gnus, Wahnsinn. Es ist der heißeste Abschnitt der Tour. Bei 40 Grad laufen beide bis Kilometer 270. Das romantische Dinner zu zweit kostet diesmal aber 2000 Euro. Riekes Entscheidung. Wir essen so. Ja, viel heute. Viel Reis und viele Mehlwürmer und ein Bier für jeden. Letzte Stärkung für Tag 6. Dem Finale. Heute ist der letzte Tag, habe ich entschieden. Rieke, wir gehen heute am Limit. Heute wird es richtig hart. Ich erwarte von heute, dass es hart wird, weil ich schon ziemlich Schmerzen habe. Aber ich mache weiter, bis es nicht mehr geht. Schmerzen wegdrücken, konzentrieren, Kräfte sammeln.
Die letzte Etappe des großen Abenteuers kann beginnen. Auf den letzten 31 Kilometern ist das Ufer des Lake Natron das Ziel. Wir starten jetzt. Und sofort legt Joey einen Raketenstart hin. Gleich zu Beginn wird der Turbo angeworfen. Vielleicht nur Taktik des Alpha-Männchens? Rasch zeigt sich, Rieke hat nichts mehr entgegenzusetzen. Es ist Joey, der als erster ins Ziel kommt. Rieke ist am Ende eine Viertelstunde abgehängt. Im Ziel nach 301 Kilometern das Ende eines unvergesslichen Abenteuers. Ausgepumpt, ausgehungert und leicht abgemagert kommt die 50-jährige Rieke an. Leider nur als Zweite nach Joey. Aber doch ein persönlicher Triumph. Rieke Meier-Tantzic aus Kreiling ist zweifellos die härteste Frau Deutschlands. Wahnsinn! Wahnsinn, Rieke! Lach ihn nimmer! Ich bin so stolz, echt. Ich freue mich so tierisch. Ich kann es überhaupt nicht glauben.